Ja, vielen Dank, Herr Klimpel. Ich muss sagen, Sie tun mir alle ganz furchtbar leid. 17 Vorträge heute und da hätte man jetzt auf einer Kulturveranstaltung doch erwarten können, dass es zum Schluss einen netten Film oder irgendwas Schönes gibt. Und jetzt stehe ich hier und rede über Geld. Vorweg schieben möchte ich, dass mein Vortrag sich zunächst mal nicht als allgemeiner Appell versteht, dass Gedächtnisorganisationen grundsätzlich mit mehr Geld auszustatten seien. Das sind sie natürlich immer, aber das ist jetzt hier gerade nicht der Fokus meines Vortrages, sondern ich möchte ein Plädoyer dafür geben, dass wir mehr Transparenz üben sollten, was das Leistungsvermögen ist und was nicht, um auch deutlich zu machen, wo die Grenzen der Belastbarkeit liegen. Das Bundesarchiv sieht sich wie alle anderen Institutionen dem sogenannten Megatrend der Digitalisierung ausgesetzt. Dieser Trend verändert Arbeitsabläufe, den Gegenstand unserer Arbeit, nämlich das Archivgut, das zunehmend genuin digital ist, und auch ganz besonders die Erwartungen unserer Nutzer und Nutzerinnen im Hinblick auf die Schnelligkeit und Vollständigkeit der digitalen Informationsversorgung. Solche Entwicklungen lassen sich ähnlich für viele Branchen beschreiben. Der große Unterschied jedoch ist, dass in unserem Fall die digitale Welt nicht an die Stelle der analogen tritt, sondern neben sie tritt, weil sie zusätzlich dazukommt. Herr Hollmann hat gestern schon die Dimensionen aufgeführt, 400 Kilometer Akten etc. Diese bleiben bestehen. Hinzu kommen ihre digitalen Repräsentationen und die Dinge, die von vornherein digital entstehen. Archive akkumulieren Kulturgut. Sie ersetzen nicht Altes durch Neues, sondern lagern im Prinzip alte, neue Schichten auf älteren Schichten immer wieder auf. Das bedeutet für das Analoge immer weiteren Raumbedarf und für das Digitale grundsätzlich und immer steigende Speichermengen, weil es keine jährlichen Löschroutinen gibt, die das Alte überschreiben. Also treten neue Aufgaben neben die traditionellen und lösen sie nicht ab. Im Prinzip haben sich also die Aufgaben in den letzten Jahren verdoppelt, ohne dass die entsprechenden Ressourcen Ähnliches getan hätten. Umso wichtiger ist es, sich über das eigene Leistungsvermögen Rechenschaft abzulegen und nicht länger nach außen zu suggerieren, dass wir das schon irgendwie schaffen werden. Das ist ein schmaler Grat, dessen bin ich mir bewusst, wenn es darum geht, im gesellschaftlichen Diskurs sichtbar zu bleiben. Die Konkurrenz um Aufmerksamkeit und Wahrnehmung und damit auch um Ressourcen durch die schwer definierbare Öffentlichkeit ist groß. Umso verständlicher ist daher auch das Bemühen, sich als die echten Profis, die alle Probleme lösen können, darzustellen. Dabei lässt sich beobachten, dass im spartenübergreifenden Verteilungskampf die Versprechen immer vollmundiger werden und Institutionen im Kampf um die Zuständigkeit für neue Aufgaben Zusagen machen, die schwer zu halten sein werden. Sie merken, ich provoziere ein bisschen, aber dann hören Sie mir vielleicht noch länger zu. Solche vollmundigen Versprechen sind ziemlich leicht zu geben, weil ihre Nicht-Einlösbarkeit in den allermeisten Fällen zu Amtszeiten der heute Verantwortlichen nicht mehr evident werden. Denn das Papier wird noch nicht vollkommen zerfallen sein, wenn diese in Ruhestand treten. Doch auch hier beschleunigt der digitale Wandel die Entwicklung. Auf dem Historikertag kursierte die Geschichte eines Staatsarchives, das einem Benutzer die Tonbänder der Verhöre Erich Honeckers 1989 geschenkt hat, weil es selbst nicht mehr in der Lage war, sie abzuspielen. Das ist nur ein kleiner Vorbote dessen, was da auf uns zukommen kann, wenn wir nicht Kassensturz machen und transparent darüber Auskunft geben, was geht und was nicht geht. Um das tun zu können, haben wir im Bundesarchiv einen Strategieprozess eingeleitet, in dem wir über ein ganzes Jahr lang hinweg diskutiert haben, über die zukünftige Ausrichtung unserer Arbeit und dies vor allen Dingen flankiert durch eine umfassende Personalbedarfsermittlung, die uns nun belastbare Planungsdaten an die Hand gibt und uns erlaubt, Defizite zu beziffern und nicht nur zu fühlen. Ans Tageslicht kam, dass wir, würden wir so weiterarbeiten wie bisher, das heißt mit einer gleichmäßigen Aufgabenerfüllung über alle Bereiche, schon für das Tagesgeschäft 400 weitere Stellen bräuchten. Hinzu kämen einige tausend Personenjahre für die Bearbeitung der Rückstände. Diese Zahlen sind alarmierend,
aber sie helfen auch, klare Linien zu ziehen. Das möchte ich an den drei Beispielen Erschließung, Bestandserhaltung und Filmdigitalisierung kurz zeigen. Bei der Erschließung geht es um die Beschreibung des vorhandenen Archivguts mit Metadaten in unserer online zugänglichen Datenbankanwendung. Herr Hollmann hat das gestern schon kurz angerissen, dass wir bisher irgendwie davon ausgegangen sind, dass wir schon irgendwann es schaffen werden, alle bisher also im Haus befindlichen Archivalien in gleicher Qualität zu beschreiben, wenn wir uns nur irgendwie anstrengen, um dann den Benutzer in die Lage zu versetzen, auch selbstständig in der Datenbank seine Ergebnisse, seine Recherchen zu machen, ohne unsere Hilfe, damit wir dann wieder die gewonnene Zeit in die nächste Erschließung investieren können. Guckt man sich aber die Zahlen an, wird ganz schnell klar, dass es in einem planbaren Zeitabschnitt vollkommen unmöglich ist, dieses Ziel zu erreichen. Denn mehr als 1.100 Personenjahre wären nötig, alles gleichmäßig zu beschreiben. Das bedeutet eben, dass wir 110 Leute für 10 Jahre bräuchten oder dass 11 Leute das in 100 Jahren schaffen würden. Und da unsere Personalausstattung eher Letzteres ermöglichen würde, ist diese Realisierung undenkbar. Und es sind nicht nur die hohen Zahlen der Rückstände, es sind auch die gewaltigen Herausforderungen der neu und zwar digital entstehenden Überlieferung, die jede Aussicht auf Zielerreichung illusorisch machen, weil wir nicht mehr mehr, sondern tendenziell weniger Personal in die Erschließung stecken können. Die Umkehr ist aber nicht nur Kapitulation. Sie ist auch aus sich selbst heraus durchaus sinnhaft, betrachtet man wiederum die Zahlen. Im Durchschnitt werden jedes Jahr im Bundesarchiv 185.000 Akten benutzt. Insgesamt verwahrt das Bundesarchiv 17 Millionen Akten. Selbst wenn man nur die 4,5 Millionen frei zugänglichen Akten nimmt, um einen Durchschnittswert zu errechnen, ergibt sich, dass eine Akte einmal alle 23 Jahre benutzt wird. Was bedeutet das? Die 10 meistbenutzten Akten des Bundesarchivs werden zwischen 34 und 79 Mal pro Jahr benutzt. Damit zeigt sich schnell, dass es eine große Menge an Überlieferung gibt, die vielleicht nur ein einziges Mal von einem absoluten Spezialisten konsultiert wird. Diese sehr unterschiedliche Benutzungshäufigkeit rechtfertigt damit auch ein differenziertes Vorgehen bei der Beschreibung der Bestände. Künftig werden nur Leitbestände, also besonders wichtige Bestände, detailliert erschlossen und der Rest, so er denn bis heute nicht erschlossen ist, wird nur noch dann tiefer betrachtet, wenn ein tatsächliches oder ein anzunehmendes Benutzungsinteresse besteht. Der umgekehrte Weg, 110 Stellen für 10 Jahre zu schaffen, ist unvertretbar und die beschriebenen Einschränkungen sind auch aus unserer Sicht hinnehmbar. Das kann man für den Bereich der Erschließung, glaube ich, so sagen und das wird auch kein gesellschaftlich groß anzugreifendes Problem sein. Das ist wahrscheinlich für uns fast mehr ein internes Problem als ein Problem in der Öffentlichkeit. Anders sieht es da schon aus bei meinem zweiten Punkt, bei der Bestandserhaltung. Denn genauso oder noch herausfordernder als die Beschreibung der Akten ist ihre Erhaltung. Nicht nur der Akten, sondern auch der Bilder, Filme und Töne. Der Originalerhalt ist dabei das erklärte Ziel aller Archive. Sie betreiben hohe Aufwände, die Originale zu schützen durch sachgerechte Lagerung und restauratorische Maßnahmen. Bund und Länder stellen beträchtliche Mittel zur Sicherung des schriftlichen Kulturerbes und zur Sicherung des nationalen Filmerbes zur Verfügung. Diese Programme sind aber, auch wenn sie sich alle gut anhören und insgesamt in die Millionen gehen, trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn auch hier wird es nicht möglich sein, das Ziel des Originalerhalts wirklich für alle verwahrten Akten, Filme und Fotos zu erreichen, mit dem Ziel, diese auch tatsächlich für immer und für alle Ewigkeiten zu sichern. Viele Unterlagen kommen bereits mit erheblichen Vorschädigungen ins Haus und jährlich kommen neue Regalkilometer hinzu. Der Originalerhalt kann sich daher nur auf eine begrenzte Menge von Unterlagen beschränken. Wir sprechen hier von einem Kernbestand, der mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Methoden im Original erhalten werden soll. Dieser Kernbestand soll diejenigen Archivalien umfassen, die im Sinne des Selbstverständnisses des Bundesarchivs für das Verständnis der deutschen Geschichte von besonderer Bedeutung sind und die alle Bereiche und Phasen aus dem Überlieferungsspektrum des Bundesarchivs abdecken. Alle anderen Unterlagen, die nicht zum Kernbestand gehören,
werden mit den gängigen Verfahren der Bestandserhaltung, das ist in allererster Linie die sachgerechte Lagerung, so lange erhalten, wie es geht. Sie werden sukzessive digitalisiert, um den Informationserhalt zumindest zu sichern. Während wir bei der Erschließung noch von Einschränkungen sprechen, die wir eher intern als extern auszuhalten haben, die aus der Kostenperspektive erwachsen, sind es bei der Bestandserhaltung schon Verluste, weil nicht alles erhaltbar ist. Wenn der Prozess aber steuerbar bleibt, ist er kalkulierbar und auch noch hinnehmbar. Wichtig ist vor allem, diese Tatsache auch deutlich zu machen und zu kommunizieren und nicht mit der Vorgabe anzutreten, dass das schon alles für immer halten wird, um nicht später irgendwo böse Überraschungen zu erleben oder damit konfrontiert zu werden, wie konnten Sie das zulassen, wenn Sie doch gewusst haben, dass Sie dazu gar nicht in der Lage sind. Ein ganz besonderer Aspekt dabei sind die Bestandserhaltungsmaßnahmen für den Film. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, die analoge versus die digitale Filmarchivierung. Anders als bei den beiden erstgenannten Themen sind wir hier in einem Themenkreis, der nicht nur die kleine Community betrifft, sondern der es auch des Öfteren in die Presse und in die Politik schafft. Im Raum steht die Forderung, analogen Film auch analog zu erhalten. Mit der Stilllegung seines analogen Kopierwerks hat sich das Bundesarchiv explizit gegen diesen Weg entschieden, unter anderem auch als Ergebnis einer differenzierten Kosten-Nutzen-Analyse und sich damit auch sehr, sehr viel Kritik eingehandelt. Aber trotzdem möchte ich die Gründe dazu kurz erläutern. Die Produktion von Filmen wie auch deren Präsentation sind mittlerweile fast vollständig auf die digitale Technik eingeschränkt. In der Konsequenz dessen verschwindet zusehends nicht nur der analoge Film als Aufzeichnungsmedium, sondern auch die zu seiner Aufnahme, Bearbeitung und Vorführung notwendige Technologie. Es gibt nur noch ganz wenige Kinos in Deutschland, die überhaupt analogen Film vorführen können. Die Filme, die heute produziert werden und von uns übernommen werden, sind alle digital. Das Bundesarchiv und andere Gedächtnisinstitutionen sind deswegen schon gezwungen, ungeachtet der damit verbundenen Risiken, digitale Archive aufzubauen, eben schon allein um diese genuin digitale Filmproduktion zu sichern, um Überlieferungsverluste zu vermeiden. Und das ist selbstverständlich mit hohen Kosten verbunden. Aber es ist in diesem Zusammenhang auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch die analoge Sicherung keineswegs mit der Erstellung von Sicherungsfilmen erledigt ist, da diese ebenfalls unter Anfall nicht geringer Kosten raumgreifend gelagert werden müssen und regelmäßig auf ihren konservatorischen Zustand überprüft werden müssen. Hinzu kommen die Kosten für die Chemikalien, für die Geräte, für die Wartung etc. Eine hybride Lösung, das heißt eine Lösung, die beide Ansätze, die analoge Sicherung und die digitale miteinander verbindet, wäre sicherlich attraktiv und würde den Wünschen und Erwartungen der Filminteressierten Community entgegengekommen. Aber unter den gegebenen technischen und finanziellen Randbedingungen ist ein solcher Ansatz weder realistisch noch nachhaltig. Vielmehr würde die Bearbeitungsgeschwindigkeit in einem Maße reduziert, dass das vorrangige Ziel der Sicherung stark gefährdet wäre. Es kommt hinzu, dass eine Ausbelichtung auf analogem Film an die Verfügbarkeit von photochemischem Rohfilm gebunden ist, und es mehr als fraglich ist, ob für künftige Auflösungshöhen genuin digitaler Filme geeignete Ausbelichtungsgeräte entwickelt werden. Es gibt hierfür heute schon keinen Markt mehr. Schon heute erfolgt die Kopierung von Filmen weitgehend nicht mehr auf analog-optischem Wege, sondern digital. Filme werden digital gescannt und bearbeitet, bevor sie wieder auf Film ausbelichtet werden. Es gibt also keine komplett analoge Filmkopierung mehr. Wenn die technischen Randbedingungen gegeben sind und vor allem die notwendigen Speicherkapazitäten bereitstehen und die Option der späteren Ausbelichtung erhalten bleibt, spricht also nichts dagegen, künftig auf den letzten Schritt der Ausbelichtung zu verzichten. Mit dieser Herangehensweise handelt das Bundesarchiv in methodischer Übereinstimmung mit anderen nationalen Filmarchiven, wie zum Beispiel Großbritannien, Kanada oder Schweden. Das waren drei Beispiele, wie durch Priorisierung ressourcenschonend weitergearbeitet werden kann, wo es aber auch notwendig ist, klar zu kommunizieren, was passiert, wenn wir so arbeiten.
Das ist kein Eingeständnis fachlichen Unvermögens, sondern Fakt. Transparenz, um klarzumachen, was wir mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen tatsächlich tun. Wenn jemand etwas anderes möchte, dann müssen dafür zusätzliche Ressourcen bereitstehen. Dann kostet das was. Dann braucht es auch einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess und am Ende entscheidet der Souverän, nämlich der Deutsche Bundestag, darüber, wofür wir Ressourcen bekommen und wofür nicht. Das gilt auch für die Übernahme weiterer neuer Aufgaben. Hier muss entweder die entsprechende Ressourcenausstattung mitkommen oder es muss transparent entschieden werden, was dafür, wenn wir was Neues machen, dann von den bisherigen Aufgaben nicht mehr übernommen wird. Für die dargestellten Entscheidungen können wir die fachliche Verantwortung übernehmen. Doch alle Priorisierung hat ihre Grenzen, wenn es um die räumliche und damit sachgerechte Ausstattung an Magazinen geht. Wenn Archivgut nicht mehr sachgerecht gelagert werden kann oder auch im digitalen Bereich keine vernünftige Speicherinfrastruktur aufgebaut werden kann, dann droht wirklich Verlust. Das Gleiche gilt, wenn neue Übernahmen aus Raumgründen nicht oder nur teilweise realisiert werden können. Selbstverständlich kann und wird nicht alles, was dem Archiv angeboten wird, übernommen. Da wird auch heute schon streng geguckt, was tatsächlich relevant ist und was nicht. Aber diese Entscheidung, ob und was übernommen wird, darf nur aus fachlichen Gründen erfolgen und dies darf keine wirtschaftliche oder aus finanziellen Gründen getroffene Entscheidung sein, weil dann Verluste entstehen, die sowieso irreparabel sind und auch nicht zu verantworten sind. Kultur braucht daher nicht nur die digitalen Schaufenster, von denen wir heute sehr viele gesehen haben. Sie braucht auch auskömmlichen Platz für das Analoge, weil es das die Grundlage für das ist, was in den digitalen Schaufenstern gezeigt wird. Wenn wir von Zugang sprechen oder auch von Aufarbeitung, dann ist das wenig, dann führt uns das nicht sehr weit, wenn das, was wir zugänglich machen wollen oder aufarbeiten wollen, hinter den hohen Mauern unserer Magazine oder in unseren Rechenzentren leider kaputt geht. Und das Thema der räumlichen Aufbewahrung ist auch in absehbarer Zeit noch nicht vorbei. In Finnland wird nicht mehr gebaut, dort wird für Archive. Dort wird alles, was bei staatlichen Stellen nach 1955 entstanden ist, digitalisiert und dann vernichtet, weil es wirtschaftlicher ist. Das amerikanische Nationalarchiv plant den letzten großen Bau und wirbt dafür um mehr Mittel, damit es noch einmal einen großen Bau vor dem Übergang in das digitale Zeitalter finanzieren kann. Für uns würde ich beide Wege nicht gehen wollen. Weder ließe sich pauschal sagen, dass Unterlagen, die nach 1955 entstanden sind, dass diesen kein auratischer Charakter zukommt, noch können wir heute sagen, wie lange wir noch mit Papier zu tun haben und welche Überlieferungen wo noch, die sehr wichtig wären, auf Speichern, Dachböden oder in anderen oder in Behörden darauf warten, von uns übernommen zu werden. Wir wissen nicht, wann tatsächlich das elektronische Arbeiten das Papier ablösen wird. In diesen Tagen wird das erste Konzept der Bundesverwaltung zur flächendeckenden Einführung der elektronischen Akte 20 Jahre alt. Und wir haben seitdem noch nicht ein Blatt weniger Papier übernommen. Digitale Verfahren sind neben die Papierakten getreten, ohne sie zu ersetzen. Es wäre daher unlauter, heute hinzugehen und zu sagen, wir brauchen jetzt noch einmal ein neues Magazin und gebt uns das Geld und dann kommen wir nie wieder und wollen nie wieder dafür Geld haben, weil wir gar nicht wissen, ob das eigentlich stimmt. Digitale Angebote können Archive bzw. auch alle anderen Gedächtnisinstitutionen allgemein auch aus eigener Kraft bzw. mit Projektfinanzierung aufbauen. Bauen können sie nicht allein und bauen kostet natürlich wirklich viel Geld. Zur Transparenz gehört daher auch deutlich zu sagen, wie es hinter der schönen Fassade aussieht, dass Raum und Speicher fehlen. Wir hatten gestern das Beispiel der Deutschen Digitalen Bibliothek, wo zuerst das Präsentationsinstrument da war, dann merkte man, es sind keine Inhalte da, jetzt haben wir die Inhalte und jetzt sind wir an dem Punkt, dass man merkt, wir haben eigentlich keine Speicher oder jedenfalls keine nachhaltigen Speicher, die auch dafür sorgen, die einmal erbrachten Aufwände dauerhaft zu sichern. Dabei geht es nicht nur um die Höhe der Kosten, sondern auch um die Art der Finanzierung. Ein Bau oder eine Speicherinfrastruktur sind keine Einmalprojekte,
die mit nicht abgerufenen Haushaltsmitteln finanziert werden. Hier braucht es nachhaltige Finanzierungsstrukturen. Dabei ist es zu einfach, nur auf die Politik zu zeigen und zu sagen, wir brauchen mehr Geld. Die Kultureinrichtungen selber müssen erstmal viel transparenter machen, was sie leisten können und was nicht. Das gilt auch im Bereich der Forderung nach höheren Techniken, besseren Standards, höheren Qualitäten. Man sollte einmal rechnen, was es bedeutet, wenn wir Filme nicht in 2K, sondern in 4K und vielleicht später in 8K sichern, welche riesigen Petabyte-Mengen dahinter stehen, die auch jemand bezahlen muss, ganz abgesehen von den Rechenzentren, die dafür neu gebaut werden. Das sind Rechnungen, die sind immer viel zu schnöde, wenn es um die schönen Künste geht, aber die muss man aufstellen, um tatsächlich verantwortlich planen zu können. Viele dieser Forderungen sollten wir nicht aus Angst vor dem Vorwurf des Unvermögens zurückhalten und die Gesellschaft nicht in dem Glauben lassen, dass wir das schon alles irgendwie schaffen würden. Selbstverständlich können wir das schaffen, aber das kostet was. Dankeschön.